Hallösli, 2004. Heute seht ihr mal etwas anderes, und zwar nur Bilder. Und zwar haben wir im Hintergrund den Torwart von Atletico Madrid, Jan Oblak, der jetzt bei Puma unter Vertrag steht. Und mit dieser Verkündung, dass er jetzt bei Puma unter Vertrag steht, bewirbt Puma auch die neuen Produkte damit. Und zwar habt ihr es ja gerade schon gesehen, auf dem allerersten Bild, er hat Torwarthandschuhe an, weil er Torwart ist, und zwar ein ziemlich guter Torwart. Und hier seht ihr auch die neuen Schuhe. Knöchelhohe Schuhe, die hat Puma ja schon das eine oder andere Mal gebracht, und wie ich finde, in einem sehr guten, schönen Colorway. Die sehen ziemlich interessant aus. Und Oblak, was man zu Oblak sagen kann, er ist ein Torwart, er spielt seit 2014 bei Atletico Madrid und ist ziemlich erfolgreich, ist von der zu Null Spielrate der beste Torwart der Champions League, dicht gefolgt von einem anderen Torwart, der mit Puma Torwarthand schon aufläuft, und zwar Gianluigi Buffon. Aber was zu jedem neuen Schuh, kommen natürlich auch immer noch mal Bälle raus, und den sieht man hier auch. Es gibt zu dem passend zu den Torwarthandschuhen und dem Schuh noch ein Modell als Fußball. Wahrscheinlich gibt es in einer kleinen und einer großen Größe. Man sieht jetzt diese Streifen, die aus dem Puma-Zeichen rausgehen. Da sieht man die Torwarthandschuhe einmal von innen. Und dann auf dem nächsten Bild haben wir nochmal, das sieht man das Gesamt. Man kann die Schuhe, den Ball und die Torwarthandschuhe und die Jacken, vielleicht ist die Jacke auch neu, alles zusammen auf dem Bild sehen. Und auf jeden Fall finde ich es, glaube ich, ganz gut, mit so einem Torwart, der bekannt ist für konstante Leistung, Torwarthandschuhe zu bewerben. Ich glaube, das ist ziemlich ein guter Schritt von Puma. Und ich finde auch, die sehen sehr interessant aus, die Handschuhe. Und kommentiert mal, wie ihr diese Handschuhe findet. Like dieses Video, abonniert den Kanal und tschüss.